Wer war eigentlich Buddha und gab es ihn wirklich? Das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier beim Weltentdecker-Kanal. Mein Name ist Tobias Huhn und im heutigen Video wollen wir einmal über den Buddhismus reden. Der Buddhismus ist ja eine ganz erstaunliche Religion. Schon allein deswegen, weil er heute immer noch von Millionen Menschen gelebt wird und damit eigentlich eine der ältesten Religionen ist, die immer noch aktiv ausgeübt werden auf unserer Erde. Vor allem hier in Europa, im Westen, erfreut sich der Buddhismus ja seit einigen Jahrzehnten eigentlich immer größerer Beliebtheit, gerade im Vergleich zum Christentum, also der traditionell hergebrachten europäischen Religion. Das Christentum siecht eigentlich ein wenig dahin und der Buddhismus ist richtig beliebt. Viele Leute finden in den buddhistischen Lehren einen Sinn für ihr Leben und der Dalai Lama als Repräsentationsfigur einer bestimmten Richtung des Buddhismus hat in religiösen, weltanschaulichen Fragen, auch in politischen Fragen, mindestens ein solches vergleichbares Gewicht in der öffentlichen Wahrnehmung wie beispielsweise der Papst. Aber das war natürlich nicht immer so. Auch der Buddhismus hat irgendwann mal klein angefangen und um die Anfänge des Buddhismus soll es heute gehen. Der Buddhismus geht, wie die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen, zurück auf einen Mann namens Buddha. Namens Buddha muss man da allerdings in Anführungszeichen sagen, denn dieser Mann, Siddhartha Gautama war sein eigentlicher Name, hieß nicht wirklich Buddha. Buddha bedeutet nämlich so viel wie der Erleuchtete oder der Erwachte und ist somit ein religiöser Titel eigentlich, vergleichbar zu Christus, was Gesalbter bedeutet, einem Titel, der der Person, der historischen Person Jesus verliehen worden ist. Also diese Person Siddhartha Gautama, die hat wahrscheinlich, wie die meisten Indologen heute durchaus annehmen, tatsächlich gelebt, und zwar entweder im 6. oder im 5. Jahrhundert vor Christus, also viele Jahrhunderte vor Jesus beispielsweise. Und er kam wohl aus dem Nordosten Indiens. Zu seinen Lebzeiten herrschte dort die vedisch-brahmanische Religion vor, die also auf den uralten heiligen Schriften des Veda beruhte und die Gesellschaft in Kasten unterteilt hatte, mit den Brahmanen als den religiösen Führern an der obersten Stelle. Der Vater des Buddha war ein Fürst eines kleinen Reiches. Buddha selbst war also dementsprechend ein Prinz und gehörte der ebenfalls sehr angesehenen und hochstehenden Kriegerkaste an. An wirklich 100% gesicherten Informationen über Buddha war es das vielleicht auch schon. Bei allem dem, was die vielfältige Tradition über Buddha dann zu berichten weiß, muss man immer im Hinterkopf behalten, dass das aus der religiösen Tradition kommt, die teilweise natürlich auch, ganz wie es auch in der Tradition über Jesus geschehen ist, religiös und ideologisch perspektivisch den Blick eng führen könnte und damit vielleicht nicht immer genau die historischen Tatsachen so wiedergibt, wie man sich das als Historiker vielleicht wünschen würde. Die älteste Quelle, die uns ausführlicher über Buddha berichtet, ist der sogenannte Pali-Kanon. Daneben gibt es auch noch einige andere Quellen, die sich biografisch mit dem Leben des Buddha auseinandersetzen, aus der Zeit ungefähr vom 4. bis zum 4. Jahrhundert vor Christus bis zum 2. Jahrhundert nach Christus. Der Buddha hatte schon bei seiner Geburt, so sagt es die Legende, 32 Merkmale, körperliche Merkmale, die ihn besonders bezeichneten, und zwar entweder dafür, dass er ein großer Herrscher und Krieger werden würde, oder dass er es auf dem religiösen Weg der spirituellen Erkenntnis sehr weit bringen würde. Sein Vater, der Herrscher dieses Reichs war, war natürlich dafür, dass Buddha, also Siddhartha, den weltlichen Weg des Herrschers einschlagen sollte. Hat deswegen auch versucht, mit allen möglichen Mitteln von Siddhartha alle möglichen Kontakte zur Außenwelt abzublocken, fernzuhalten, ihn davon fernzuhalten, damit in Siddhartha bloß nicht irgendwelche Fragen aufkommen könnten, die ihn zu religiösen Hinterfragen der Welt führen könnten. Nichtsdestotrotz, es kam, wie es kommen musste. Irgendwann ist Buddha der Legende nach dann mal aus seiner behüteten Palastwelt ausgebüxt sozusagen. Er hat diese berühmten vier Exkursionen
unternommen in die Welt da draußen, außerhalb der Palastmauern, mit seinem Wagenführer zusammen. Und da hat er dann das ganze Leid der Welt gesehen, was er so gar nicht kannte aus seinem bisherigen Leben. Er hat einen Kranken gesehen, er hat einen Alten gesehen, er hat einen Toten gesehen. Und dann hat er auch noch einen in hoher spiritueller Kunst lebenden Asketen gesehen. Und was er da gesehen hat, hat ihn total verunsichert. Er hat nun realisiert, dass alles, was er da eigentlich hat in seiner künstlichen Welt, total hinfällig war und hat realisiert, dass es eigentlich sinnlos ist, so zu leben, weil es ja eh alles verschwinden wird, dass alles hinfällig ist. Auch er wird sterben, auch er wird krank werden und alt werden. Und daraufhin hat er dann beschlossen, selbst den Weg eines solchen Asketen einzugehen. Er hat sich in härtester Askese bemüht, aus dieser Welt hier auszubrechen, aber das ist ihm auch nicht gelungen. Er war letzten Endes genauso enttäuscht von der harten Askese wie von dem luxuriösen Leben im Überschwang voller sinnlicher Genüsse. Beides erschien ihm leer und sinnlos. Und Buddha hatte dann die Erleuchtung, dass man zwischen diesen beiden Extremen liegend in dieser Welt lebend schon das Nirvana erreichen kann, die Auflösung der Verstrickungen in diese Welt sozusagen. Zu dem Zeitpunkt war Buddha 35 Jahre alt, traf nun aber auch die folgenschwere Entscheidung, seine Erkenntnis, seine Erleuchtung nicht einfach nur für sich zu behalten, sondern er trug sie voll Mitleid für die Welt, das er empfunden hat, heraus, gründete also einen Orden von Mönchen, die ihm nachfolgten, um seine Botschaft zur Erleuchtung, wie man da hinkommen könnte, zu verbreiten. Das war also der Beginn des Buddhismus. Buddha lebte und missionierte dann mit dieser Botschaft für die nächsten 45 Jahre seines Lebens, bis er nach einer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Seine Botschaft, die ist aber nicht mit ihm gestorben, sondern das war der Anfang der Ausbreitung des Buddhismus bis in die ganze Welt, wie wir es heute sehen können. Also auch wenn vieles von diesen Überlieferungen offenbar legendär ist und vielleicht nicht so wirklich sich zugetragen hat, kann man doch davon ausgehen, dass es eine Person gab, die diese Erleuchtung hatte, die zum Buddha wurde und damit zum Vorbild für viele Millionen andere Menschen bis in die heutige Zeit. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen geholfen, die Anfänge des Buddhismus zu verstehen. Und wenn du noch weiter ins Detail gehen willst und mehr über den Buddhismus lernen willst, da gibt es natürlich viele Bücher, die du lesen kannst. Eins habe ich hier, das könnte ich dir empfehlen, von Perry Schmidt-Leukel, Understanding Buddhism. Ist auf Englisch, einen Link dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Schreib doch gerne mal unten in die Kommentare, ob du vielleicht persönlich sogar schon mal mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen bist und wenn ja, was er für dich bedeutet. Und wenn du mehr Videos von mir sehen willst, dann empfehle ich dir auch, meinen Kanal zu abonnieren, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, es in allen sozialen Medien und Netzwerken zu teilen. Abonniere mich auch gerne auf Instagram. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Do 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 do